Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bayonetta. Episode 10, Paradiso, ein Sternmeer. Beziehungsweise ein Sternmeer. Nicht einen Sternmeer, sondern ein Sternen. John? Cereza? The little one? Tentacles? Why did it have to be tentacles? Ist ihr schon wieder? Oioioioi, was ist heute los hier? Das bitte festhalten. Kein Schaden. Hat das jemand von euch gescreenshottet? Das ist sehr bemerkenswert. Nicht rummachen. Hier ist nichts. Ich habe mich immer um. Letztes Mal war ich ja total blind. Und habe ja Ruhe fast übersehen gehabt. Ja, hier scheint aber nichts Wichtiges zu sein. Ich kann hier Sachen kaputt machen, aber auch nicht alles. Kriege ich vielleicht was, wenn ich dafür alles kaputt mache? Bei irgendwelchen Sinn muss es ja auch geben, ne? Aber nicht. Hier scheint das kaputt zu sein. Oh. Hier kann ich nichts kaputt machen. Toll. Was für eine Verarsche. Hier ist aber auch nichts. Dann gehen wir mal weiter. Muss noch kurz mal was vergewissern. Ich habe alles gelesen. Okay, da sind wir up to date.
Hallo. Ah, jetzt irgendeine Verschwendung, aber egal. Schon wieder keinen Schaden genommen. Was ist los? Wird hier mal besser hier. Okay, jetzt habe ich meinen ersten Schaden bekommen. Ich muss die Sachen zerstören. Okay. Aber bisher läuft es ja ganz gut. Wird jetzt nicht so laut rumposaunen. Habe ich eigentlich hier auf die Dächer der Stadt? Nö. Gleich kommt bestimmt so ein nerviger Boss, ne? Kann es jetzt schon so sehen. So. Ist hier jetzt sonst irgendwas versteckt? Guck mal. Das können wir doch auch noch zerstören. Das können wir auch noch zerstören. So, wo fehlt uns noch? Hier. Also müssen wir hier lang. Man sieht die große Truhe. Das muss ich festhalten. Perfekter Screenshot für Thumbnail und ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Eine Folge ohne Fail. Oh nö, natürlich, jetzt kommen zwei Bosse, natürlich. Nee, nicht die schon. So. So, Nummer 1 ist down. Oh, das war nur wegen kleinen Schaden hier. Es wird immer besser, ich werde besser. Mein Skill zeigt sich so langsam. So. Kann ich nochmal drehen? Ja, ich will aber nicht. Ich will erstmal die Truhe haben. Noch ein liebes bisschen und. Sollen wir es wagen? Komm, wir versuchen es einmal.
Hexenflechteangriffe, was? Setzt man die Hexenflechter denn ein? Kann ich abbrechen? Nein. Das sind doch bestimmt diese Kombos. Ja, komm, besieg mich. Ich hab darauf keinen Bock. Danke. Ich hab darauf wirklich keinen Bock. Hab darauf keine Lust, die richtigen Kombos zu finden. Darauf hab ich keine Lust. Yep. Oh, ich kann aufladen. Wow. Krass. Ui. Okay. Immer jetzt können wir eine Ruhe weitermachen. Ah, ich habe ich übersehen. Da war auch nichts Spannendes drin. Oh, die ganzen Sachen sind respawned. Ich muss jetzt einmal wieder alles abfarben. Die ganzen Sachen sind respawned. Solange die Gegner nicht respawnen, ist mir alles egal. Ich muss hier kurz alles abfarben. Auch mit. Auch. Okay, hier war nichts mehr drin. So, dann drehen wir doch mal weiter. Die andere Seite ist weit weg. Ich frage mich, ob ich sie erreichen kann, wenn ich in menschlicher Form bleibe. Nö. Was ist eine Krähe? Muss in Leopardenform sein, okay. Hier kommst du. Mist. Ich will die Krähe haben. Ich brauche Erfolge. Mist! 10 Minuten später. Nein! Okay, ich versuche es noch dreimal und wenn es dann nicht geht, gehen wir weiter. Bayonetta schießt doch nicht immer mit Y. Oder? Ach komm schon, warum zählt das nicht? Das zählt nicht. Immer noch nicht da. Jetzt ist er da. Okay. Nicht, dass die Krähe sein. Och nö, was sind das denn für Viecher?
Nee, ich muss sie besiegen. Och nö. Jetzt sieht's sogar schon rein. Habe ich Schaden genommen? Ah ne, als ich runtergefallen bin. Ich dachte schon, die hätte mich besiegt. Getroffen. Nicht besiegt, getroffen. So, Nummer 1 ist schon mal da oben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So. Ja, halt eben so. Manchmal ist die Pistole auch die bessere Waffe. Platin. Kann ich wieder Sachen brauen? Ja, ich kann Sachen brauen. So, dann hier. Oh, hier habe ich doch bestimmt noch genug, aber egal. Mache ich hier auch nochmal zwei von. Hier mache ich einen von. Die können uns immer retten, wenn wir es am wenigsten damit erwarten, dass wir drauf gehen, ne? Obwohl ich immer erwarte, dass ich drauf gehe. Eine Folge, wo ich nicht tot gehe, ist keine wahre Folge. Wie sage ich ja. Ja, gut. Bosskampf. Aua. Sag ich. Aua, wie soll ich das denn ausweichen? Immer schön. Immer schön schießen. Oh, man sieht das, wenn er angreift. Den Lasern. Oh, man. Macht hier nicht gerade viel Schaden. Okay, so langsam habe ich den Dreh hier raus. Na komm. Ja,
Ich glaube, die Flamose waren eine sehr gute. So. Eine sehr gute Kauf. Schluss. Und wie viel Schaden habe ich genommen? Na, immerhin noch eine Goldmedaille. Kriegen wir tatsächlich mal keine Sterne. Oh, ich habe einen Dutscher eingesetzt. Nevermind. War schon so sicher, dass wir mal eine bessere Auszeichnung bekommen und dann habe ich natürlich. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Komme ich von dieser Richtung? Oder kam ich hier von? Ich glaube, ich muss hier dann. Oder auch nicht. Nicht schon wieder, Boska. Oh. Die schwebende Insel wurde stark getroffen und dreht sich jetzt. Timing ist entscheidend, um drüber zu springen. Okay. Lass mich raten, hier gibt es bestimmt irgendwo noch eine Truhe, ne? Hallo? No? Jetzt! Oh, so knapp. Hier scheint nichts zu sein, ich gehe mal lieber rein. Oh no! Wow, das ging schnell. Reins Platin, gut. Und ich denke mal, mit dieser Aktion sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Bayonetta. Bis dahin. Tüdelü.